Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im RP-Projekt Real Farming Meets Reality. Mit dabei ist der Varuna LP, aka Volker Varuna. Moinsen. Jetzt hat er mir einfach die Anmoderation geklaut. Ich hab gerade Luft geholt. Ich hab gedacht, du machst jetzt nicht. Gerade Luft geholt, dann wollte ich ansetzen. Hab ich gemerkt. Soll ich hier unten schon mal ein paar Bäume fällen? Ist das okay für dich, oder? Klar. Das alles, was ich nicht machen muss, ist in Ordnung. Passt schon. Ich weiß nicht, weshalb der hier gerade nicht aufsammeln will. Naja. Ich glaube, das machen wir echt mal mit dem Konvoi hier, ey. Hab ich irgendwie Bock drauf. Ja, ist ja von dir aus dann nicht so weit. Von dem her, wenn das wirklich Birken sind, dann hol dir mal Birken die... Birken und ein paar Tannen. Ja, die Tannen kannst du so gut aufladen. Aber dann, holst du dir die Genehmigung. Und dann passt es. Drum. Burger bitte anrufen. Steht da rein, hat schon wieder hier. Geh mal woanders hin, ne? Herr Varuna? Ja. Was machen Sie denn hier oben? Post erwalten? Nach was sieht's denn aus? Ja, okay. Ja, ich mach einen Spaziergang hier durch den Wald und sieh das. Dann noch frohes Schaffen. Jo, danke. Passen Sie auf, dass Sie nicht von Bäumen erschlagen werden. Wäre schade. Ja. Eventuell schade. Vielleicht wäre es auch gut für die Gemeinde. So, gucken wir mal, ob es jetzt... Irgendwie, ich weiß nicht, warum der hier nichts auflädt. Geht erst morgen, ey. Was geht erst morgen? Der Konvoi. Der musste noch anmelden, ey. Sag mal, das ist doch eine kleine Strecke nur, ey. Ja, nächste Woche passt er dann. So, morgen. Ja. Online, also geht jetzt on. Ja. Ja. Kleiner Konvoi hier, ey. Kann man doch heute einfach durchziehen. Rasen kurz absperren. Gut ist. Ja, die Straßen musst du nicht mal richtig absperren. Ja, sie sollen sich einfach nur hinten auf die Kreuzungen stellen. Einer hier vorne, wo ich rausfahre. Einer hinten. Dann kommt der von hier hinten. Bleibt dann hier stehen. Und dann stellst du dich vielleicht mit dem Traktor einfach hinten quer beim Sägewerk hin. Ja, genau. So wird es ja schon reichen. Er muss ja nicht. Was ist denn hier? Der Reinhard. Tisch ab, du! Das schwirrt der hier bei mir rum. Sag mal, geht der gerade auf mich? Der hat vorhin gemeint, er war gerade spazieren. Der läuft einfach über mein Dings. Über meinen Hof hier. Obwohl zu ist. Der ist über das Tor geklettert und dann da über das Tor wieder zum Landhandel rüber. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Der China-Import, der macht mir gerade ein bisschen Probleme. Vielleicht braucht er mal eine Wartung, kann das sein? Ja, können wir mal machen. Muss ich mal zu dir kommen. Können wir mal drüber schauen, vielleicht hat der irgendwas in dem System da. Jo. Kann ich mal probieren, ob ich ihn auslesen kann oder so. Ja. Abschnittdienste. Hofer braucht einen Adler, der steht beim Festplatz. Was? Abschleppdienst? Abschleppdienst, ja. Ja. Bei Feld 18. Mhm.
der Hofer, der ist mit dem Holzanhänger umgekehrt. Am besten du kommst gleich mit dem Radlader. Jo. Sagst dem Hofer, sagst dem Hofer viele Grüße, ich komm auch gleich und leg mich dazu. Ja. Jo. Bin gerade auch auf dem Weg. Mal gucken. Wo ist der bei Feld 18? Ja, oberhalb von Feld 18. Wo ist das denn? Er muss irgendwo links oben sein. Oh ja. Jo, passt. Oh, Motorbremse. Fällt noch gerade den Baum mit zu Ende. Und den Erster, den kann er warten, solange es nicht tödlich ist für ihn. Alter. Na, 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 na. Na, 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 na. Alter, du bist hier mehr auf der Bremse wie alles andere. Im Berg runter hier im Wald. Der ist brutal. Der ist echt brutal. Ist on, ne? Okay. Ah, hier den noch? Radlader holen. Jetzt habe ich es gleich geschafft, ey. Aber er ist hier heftig hier runter. Das gibt's gar nicht. Ja, da kommst du. Ich fahr mal gucken. Oh, viel Erfolg. Pass auf, hier unten liegen Bäume auf der Straße, auf dem Weg, ne? Musst du kurz über den Grün streifen. Kurz. Kleines Stückchen. Mit 30 Tonnen hier. Ja, ist nicht viel, was da drauf liegt. Und zwei kleine Bäume. So. Oh, ja, der liegt. Sag mal, jetzt wird dem schon aufgeholfen, oder was? Aber vor allem Jürgen, was mir gerade auffällt, du hast ja die Bäume gar nicht entladen. Jetzt verkaufe ich meine Bäume für den Knoll. Naja, ich überweise ihm 3000 weniger oder so. Mach 4. Sorry! So. Häng mal schnell an den LKW dran. Häng mal schnell. Weiß nicht, weshalb die alle rumrennen. Oh, jetzt darf ich gleich wieder da in den Wald hochgurken, ey. Sechsundvierzig, achtundvierzig sind 44 K für den 44 K und 4000 hier noch dazu. So, dann rufe ich den Knoll mal gerade an. Knolli! Jo? Du, ich, dein... Achso, das war ja noch gar nicht alles. An wen geht denn das Holz von oben? Stadt. Stadt, okay. Ah, die erste Ladung habe ich jetzt schon unten, waren 44.000. Perfekt, danke. Schicke ich gleich raus. Perfekt, danke. Gut, bis dann. Passt, ciao. So. Überweise ich dir mal gerade, weil sonst habe ich zu viel Geld hin und her. Okay, dann 44.000 habe ich gesagt. Okay. Ich habe so viel Bargeld dabei, das gibt's gar nicht.
kannst ja mal den Harry fragen, wie viel der hier verdient hat dann. Damit wir ja die Buchhaltung richtig halten. Alter, muss ich ja schon wieder abbiegen. Volker! Ja, schieb ab hier. Hab keine Zeit. Guck mal hier, warte mal, bevor du weiterfährst. Ja, hab geguckt. Ciao. Was ist los? Guck mal hier vorne an die Straße, die Bäume hier gucken. Guck mal, der hier. Ja. Oh, der Typ, der hinten auf dem Sack mit seinem Klingelton. Ja, Jürgen. Was? Ich glaube, du musst nochmal abschleppen. Harry? Ja. Ja. Der Jürgen hört dich. Ja, bist du noch da? Abschleppen? Ja. Ja, ich komme. Ah, ne, hat sich erledigt. Ah, wunderbar. Ach, tschüss. Ciao. So, jetzt was mit dem Baum hier. Wie kann man so oft umfallen? Auf jeden Fall. Der hier steht ja so nah an der Straße. Ich hatte den Funk noch. Mist. Und der hier. Soll ich den direkt mit wegnehmen? Oder sagst du, das geht eigentlich? Wegen was? Weil der so nah da dran steht, weißt du? Ich weiß ja nicht, wie groß deine Halle ist und wo du die hinpflanzen willst. Nee, ich will die hier hinten hin. Nur weil der so nah an der Straße steht, habe ich gedacht. Ja, mach weg. Wenn ist Unfallgefahr. Wenn hier einer mit dem Mähdrescher kommt, weißt du? Ja, Unfallgefahr, mach weg. Okay. So. Tschüss. Tschö. Viel Spaß mit dem Geld. Danke. Mir wär's recht, wenn alle Bäume wegkommen, ne? Ja, mir, völlig wurscht, du fällst dir ja gerade. Ja, und du kriegst das Geld. Aber oh, Jürgen anrufen, nee, ist doch jetzt nicht, das wird auch umgekippt, oder? Och, Junge. Ich ruf den Typen an. Guten. Alter, komm, zieh hoch hier. So, liebe Leute, vielen Dank, dass ihr immer wieder hier reinschaut und zuschaut. Die Wochen gehen gerade so richtig dahin. Folgen kommen ja täglich, 16 Uhr vom RP, 19 Uhr von der Hofbergmann. Ich hoffe, ihr schaut weiter gerne zu. Und ja, ich gebe mir Mühe, dass es alles passt. So, dann mache ich hier mal nächste Bäumchen fertig. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mit der Forstwirtschaft so viel zu tun habe. Ich dachte am Anfang ein bisschen und dann nicht mehr, aber... Ätschepätsch. Mit der Forstwirtschaft komme ich gar nicht mehr zum Ende. Vierti. Das ist auch Vierti, ey. Jo. Ari ist auf dem Weg zu dir. Nach oben. Nee, nach unten. Da. Ah ja. Okay. Boah, Junge. Ja. Hallo? Nee. Olka? Ja. Jetzt könntest du bei mir einmal kontrollieren wegen den Bäumen. Wie viel hast du denn verdient gerade? Oder wie viel hat er dir gezahlt? Nee, das ist noch von mir gewesen.
Ja, ich eigentlich wäre geplant gewesen, dass ich früher gekommen wäre, aber ja. Okay, ja, dann fährst du einfach mal runter und guckst, was da rumliegt und lädst einfach auf. Bei mir da. Wegen. Ach so, die muss ich noch kontrollieren. Ja, aber das wird diese Woche nichts mehr. Ja, ja, das ist egal. Jo, dann komme ich jetzt runter. Ja. Jo, tschüss. Ciao. Ach so, sein Frost muss ich auch nochmal kontrollieren, da hat er recht. So. Oh, doof, dass das mit dem Konvoi nicht geklappt hat, ey. Hätte ich gerne noch durchgezogen. Ja, machen wir nächste Woche. Ja, Montag, morgen. Also, morgen. Sollen wir den wohl machen, meinte der Stromberger. Ja, es dauert halt schon immer, bis der ganze Papierkram erledigt ist, bis man die Freigabe hat, die Absperrung. Muss mir halt Bescheid geben, was ich da, ob du von mir irgendwas brauchst. Meine, ich sollte ja wahrscheinlich dann die Winde dran machen und fahren, oder fährst du? Ich fahr ruhig. Okay. Du müsstest nur hinten kurz, bis ich ankomme, hinten beim Sägewerk absperren, gerade quer auf die Straße stellen und dann rundum Leuchte anmachen. Jo, dann machen wir das so. Also dann kein Thema. Und der Stromberger auf eine Hallo? Ja. Hallo. Ihr seid nicht bei uns. Hä? Nee, wir sind auf anderen Baustellen. Du kannst einfach. Du kannst einfach alles, was da liegt, aufladen. Ja, ja, aber da oben in dem Wald da auch noch. So. Nee, nee, du bleibst unten, du machst unten. Oben bin ich gleich fertig. Jetti. Ja, und noch was. Ja. Mit Feierabend. Habe ich den Bürgermeister gefragt, wegen was wir da bekommen. Ja. Ja, da bekommen wir aber mehr. Wie mehr? Zahlt er doch 40%. Ja, 10% mehr. Hä? Das habe ich da gehört. Wie 10% mehr? 30. Ja, ich habe mit ihm verhandelt und dann hat er gesagt 30 am Ende. Ich bin gleich wieder da. Er hat damit Wind bekommen. Hatte ich dem 20 gesagt? Und wir machen halbe. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube ja. Der hat von den 30 mit Wind mitbekommen, bestimmt. Du müsstest hier nur mal morgen oder so mit dem Forst. Hast du Mulch? Ah ne, wir haben selber Mulche. Bitte! Ja, bitte! Hallo! Hallo, Varuna? Jo. Hab ich mich verwählt. Ich wollte jetzt Björn. Warte. Nee, da muss nochmal wählen. Jo, passt. Scheiß CB-Funk. Ciao. Ciao. So, dann. Okay, der. Bin ich hier oben bald fertig? Eine Ladung noch. Und dann können wir uns nächste Woche wieder dem Forst unten widmen. Beziehungsweise ich soll ja für den Jürgen noch was erledigen und weiß ich was. Also langweilig wird uns nicht. Und das geht alles, das ist schon mal gut. Habe ich da eigentlich noch gar nicht gesägt. Das ist schlecht. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Wie gesagt, täglich 19 und 16 Uhr. Einfach mal reinschauen. Und jo. Haut rein. Macht's gut. Ciao.